Du hast mir eine Story aus deinem Leben erzählt und sie war so spannend und tragisch zugleich. Da ist mir eine Idee gekommen, wie wäre es, deine Story in einem Lied aufgenommen? Also ist ja nur so eine Idee, wenn du Lust hättest und vielleicht hilfst du irgendwem damit ja noch weiter. Ja, wieso eigentlich nicht? Am besten ist es ja, man fängt an zu erzählen, wie im Deutschunterricht, aber diese Story verdient etwas Besseres, etwas Besonderes eben, so wie die Person, von der sie stammt. Dann fangen wir mal an. Dieser Song geht über diese Frau, die sich für nicht zu schade war und jedem half, egal ob jung oder alt, arm oder reich, nervig oder freundlich. Da, 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 da. Sie hilft dem Opa von nebenan bei der Gartenarbeit, denn zu zweit geht es leichter, denn seine Frau ist schon Jahre schwerstens krank, weil er für Pflücken für den Geburtstag Bänke schleppen, eben alles, was alleine oder im Alter schwer fällt. Für das alte Paar ist die Hilfe das Wunder in ihrer Welt. Aber die Frau macht es gern, denn ihre Familie lebt fern. Dieser Song geht über diese Frau, die sich für nicht zu schade war und jedem half, egal ob jung oder alt, arm oder reich, nervig oder freundlich, da, 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 da. Nach der Trennung von ihrem Freund fiel ihr plötzlich alles so schwer. Sie half dem Opa eine Weile nicht mehr. Doch irgendwann war auch diese Zeit überwunden und die Selbstzweifel vergingen auch nach vielen Stunden. Irgendwann stand ihr Ex dann wieder vor der Tür, aber nicht wegen ihr, sondern weil er eigentlich schwul war. Sie hörte sich seine Geschichte an und wieso er damals mit ihr zusammenkam. Die Angst hatte ihn getrieben und dann fand er es eigentlich gar nicht so schlecht, aber irgendwie konnte er sie nie so richtig lieben. Dieses Song geht über diese Frau, die sich für nicht zu schade war und jedem half, egal ob jung oder alt, arm oder reich, nervig oder freundlich, da, 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 da. Er wollte noch ein paar Tage bleiben und sich erstmal wieder nicht vor seiner Familie zeigen. Sie gewährte ihm eine Unterkunft und schon bald kam seine Familie wieder zur Vernunft. Doch er blieb noch eine Zeit und übte sich vergebens in Dankbarkeit. Dann verschwand er auch wieder und sie sang und weinte wieder alleine zu einem ihrer Lieblingslieder. Dieser Song geht über diese Frau, die sich für nicht zu schade war und jedem half, egal ob jung oder alt, arm oder reich, nervig oder freundlich, da, 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 da. Doch eines Tages geschah etwas, das hätte sie selbst nicht gedacht. Sie verliebte sich wieder, denn die Stadt hatte einen neuen Barkeeper. Er war genau ihr Typ und so unfassbar süß, sein Humor war gut und der Weg zur Bar lag auf ihrem Nachhauseweg. Und eines Abends fragte er, wo es denn zu ihr nach Hause geht. Seitdem weiß sie auch wieder, wie es bergauf geht und was es heißt, Hilfe zu bekommen, denn sie wird von ihm immer in die Arme genommen. Dieser Song geht über diese Frau, die sich für nicht zu schade war und jedem half, egal ob jung oder alt, arm oder reich, nervig oder freundlich, da, 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 da.